Kadesh Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Kesh, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Kesh Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Kesh, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others. That they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Kesh Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Kesh named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Hallo und herzlich willkommen heute zum 88. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 23. November 2017 und heute gibt es wieder eine zusammenfassende Übersetzung des 199. Knowledge-Seekers-Workshop von heute Morgen um kurz nach 9, 3 Stunden lang. Und im Anschluss gibt es voraussichtlich den dritten Teil der 12-teiligen Schulungsreihe Plasmawissenschaft verstehen. Und zwar von Wolfgang Wich, der ist jetzt, sehe ich ihn hier noch nicht online, oder? Mal sehen. Doch, er ist da. Dann kann ich ihn gleich mal hier hinzufügen. Ja, das ist super. Dann wird das wohl auch kein Problem sein. Okay, ich fange dann mal an. Also wir haben eine entsprechend begrenzte Zeit jetzt hier für die Zusammenfassung und dann ein bisschen noch darauf einzugehen. Ich versuche das heute ein bisschen, kurz zu machen, also ganz kurz muss es nicht sein, aber
dass wir im Anschluss darauf noch vielleicht noch ein paar Fragen und dann, dass wir dann die Zeit lassen für den Schulungsteil. Und ich werde das wieder machen, wie immer, dass dann die Sitzung hier beendet wird. Es können hier aber alle drinnen bleiben. Und dann starte ich eine neue Sitzung, das heißt eine neue Aufzeichnung beginnt, sodass das ein neues Video sein wird für diejenigen, die das im Nachhinein bearbeiten. Und ja, okay. Dann fange ich mal an. Und zwar ist ein neuer Shop gezeigt worden. Dann werde ich das direkt mal zeigen. Kleinen Moment. So, also und zwar sind hier ein paar neue Produkte mit dem Logo der Cash Foundation gezeigt worden. Die kann man also sowohl auf cashfoundation.org, wenn man da auf Shop geht und dann, wenn man die auf die einzelnen Produkte raufklickt, da sind allerdings nicht alle zu sehen, dann landet man auf dieser Webseite sezzle.com/cashfoundation und hier, das ist also eine ganze Menge. Produkte sind hier angeboten und das ist auch wohl nur noch heute 20-30% reduziert, wenn man diesen Gutscheincode hier eingibt, der hier überall steht, hier in Rot. Zone Day Deal 4. Und also wer da Interesse hat, der kann sich da hier heute noch was bestellen und so ein paar Handyhüllen. T-Shirts in ganz vielen Formaten. Ich werde das hier mal kurz so ein bisschen durchgehen. Hier sieht man auch ein paar Tassen. Also nicht nur die übliche Form, die man so sonst immer kriegt. Und ja, solche Knöpfe gibt es. Wie gesagt, ein paar Handyhüllen. Und dann bei den Kleidungsstücken, da gibt es eine ganze Menge Auswahl. Also wie man hier sieht, in vielen verschiedenen Formen und Farben. Also es gibt ja auch solche bunten Dinge. Also das guckt euch das gerne mal alles ein. Ich werde den Link gleich in den Chat posten. Sonst könnt ihr euch ja dann alle angucken. Und wie das jetzt mit dem Versand aussieht, das scheint mir ein Sitz in Amerika zu haben. Ich habe das jetzt aber noch nicht genau gesehen. Dementsprechend könnte das eventuell ein bisschen komplizierter sein mit dem Versand nach Europa. Aber das könnt ihr euch ja dann angucken bei Interesse. Okay. Und dann hat Herr Cash heute ein bisschen von, ja, wenn man so will, von seiner Strategie enthüllt, was den Generator angeht. Und zwar, wie Cash in einzelnen Teilen hat Herr Cash das öfter beschrieben. Und heute hat er das so gesagt, dass wenn es zu einem Krieg kommen sollte zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, dann. Und er nannte diverse weitere Vorfälle, die passieren könnten. Er sagte, ich glaube, was waren das? 4, 5 mögliche Dinge, die passieren könnten, das dazu führen würde, dass der Generator mit Anleitungen sofort veröffentlicht wird. Und das ist also, man nennt das im Englischen auch ein Dead Man's Trigger. Das heißt, wie man das kennt, dass jetzt, wenn jemand ausgepackt hat, dann kann es ganz schnell mal tödlich für den geendet haben. Wenn der das aber so gemacht hat, dass eine bestimmte Haufen von beispielsweise Akten, die zurückgehalten werden, die dann veröffentlicht werden würden am Zeitpunkt des Todes. Das heißt, das wird natürlich dann sicher an irgendeine an diverse Gruppen verteilt. Und wenn das dann so vorkommen sollte, dass man stirbt, dann werden diese Dokumente veröffentlicht und die sind dann sehr belastend für diverse Gruppen. Und das ist sozusagen die Sicherheit, die man hat. Und die dann eben die eigene Sicherheit gewährleistet. Und nach einem ähnlichen Prinzip ist das hier, dass das eben den Frieden gewährleisten soll, weil ein Krieg aus Seiten Saudi-Arabiens beispielsweise überhaupt keinen Sinn machen würde, um beispielsweise, wenn man jetzt den Öl als Kriegsgrund sieht, um Ölpreise zu manipulieren, wie man das möchte,
Wenn das aber dann bedeuten würde, dass ein Generator mit Anleitung veröffentlicht würde, dann wäre diese ganze Operation ja sehr kontraproduktiv. Das heißt, über diese Möglichkeit hat man einen Zustand, der, egal was passiert, gut für uns ausgeht. Das heißt, ein Krieg kann so nicht ausbrechen, weil das Resultat dafür noch schlechter wäre für diejenigen, die den Krieg anzetteln wollen, als wenn sie den Krieg nicht anzetteln. Auf der anderen Seite wird diese Technologie ja so oder so weiterentwickelt und natürlich etwas langsamer, als wenn das jetzt alles so sofort veröffentlicht wird, aber es wird trotzdem weiterentwickelt, es ist Zeit, die Fabriken aufzubauen und die Technologie verbreitet sich so oder so. Das heißt, egal wie es kommt, ist somit eine Situation geschaffen worden, die nützlich ist für das Allgemeinwohl der Menschheit, wenn man das mal so sehen will. Und also ein ziemlich genialer Schachzug, finde ich. Und ja, das macht es, wie gesagt, so quasi unmöglich, da noch das umzusetzen, was da geplant wird, umzusetzen. Und wie gesagt, dieser Krieg zwischen Saudi-Arabien und Iran war eine von den Möglichkeiten. Und dementsprechend entsteht natürlich das Interesse eben dieser Möglichkeit, aber auch dieser anderen Möglichkeiten, die bestehen, eben nicht eintreffen zu lassen für diese Machtgruppen. Und ja, dann sagt der Cash, dass es ein Treffen gab mit dem Vatikan am Samstag und gestern auch. Er sagte gestern. Erst hat er gesagt Samstag und dann gestern. Also es gab da wohl zwei Treffen bezüglich des Friedens zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Und er sagte, dass es 2,5 Jahre gedauert hatte, den Frieden zwischen den USA und dem Iran auszuhandeln. Und dass wir hier jetzt eine Lücke zu decken haben, die 1400 Jahre schließt. Also da gibt es wohl Feindseligkeiten, was auch immer, halt eine längere Geschichte, die es hier jetzt zu behandeln gilt. Und dann sagt er noch, dass es, so wie es aussieht, die russische Delegation im Iran Erfolg haben wird, Frieden in Syrien zu bringen. Und ja, im Anschluss ist die polnische Übersetzung der Verfassung der Menschheit vorgetragen worden, auf Polnisch eben. Und dann hat Herr Cash gesagt, dass in der Vergangenheit waren das körperliche und das seelische Leben zwei Bereiche, was zu viel Trennung und unterschiedliche Wege geführt hat, die Religion geschaffen haben. Das heißt, immer diese Trennung, wie gesagt, zwischen Körper und das Geistliche, wie es ja öfter mal religiös genannt wird, also zwischen Körper und Seele. Und das hat viele Probleme verursacht. Und dann hat er noch kurz erwähnt, dass ALS, die Krankheit, dass das ein Todeswunsch ist, der wahr wird. Das heißt, ja, damit ist im Prinzip alles gesagt. Das heißt, dass er irgendwo im Inneren, auch wenn das derjenige, der das hat, vielleicht bewusst nicht so ausdrücken würde, aber dass er irgendwo ein Wunsch ist, eben nicht mehr weiterzuleben und dass sich das als ALS oder diverse andere Krankheiten auch dann zeigen kann. Und dann sagt er, dass im Weltraum müssen wir die Seele des Physischen schützen oder der Körperlichkeit. Und dann hat er gesagt, also er nannte das Beispiel wie eine Jacke, die man beidseitig tragen kann, also dass man diese Jacke quasi umkrempelt. So wie wir jetzt im normalen Zustand sind, so haben wir den Körper und im Körper den Sitz der Seele. Und er sagt, um durchs Weltall zu reisen, müssen wir das andersrum tun. Wir müssen die Seele den Körper umhüllen lassen, damit der Körper geschützt ist von der Seele. Und also die Seele außen, sozusagen der Körper innen. Und dann wäre es auch möglich, in Nullzeit zu reisen. Das heißt, die Körperlichkeit ist abgeschirmt durch das Feld der Seele und ist damit auch nicht mehr Teil der restlichen körperlichen Welt und ist damit auch nicht mehr gebunden an Zeit, wie wir sie wahrnehmen.
Und dann sagt er auch, dass wir die Evolution, die vorher 1 Million Jahre gedauert hat, sofort durchführen können, wenn wir eben das verstehen, wie das geschieht. Also das heißt, die Evolution, die quasi so lange dauert, das ist die Veränderung, die wir durchgehen in Verbindung zur Situation der Erde, die mit einem Wunsch einhergehen, eine bestimmte Änderung durchzumachen, beispielsweise die Sonne besser abzukönnen oder bestimmte Kälteregionen besser abzukönnen oder was auch immer, je nachdem, welchen Situationen die Menschen ausgesetzt waren. Das führt zu bestimmten emotionalen Wünschen, die einen anderen Zustand eben hervorwünschen. Und das durch die Körperlichkeit kann viele hunderttausende Jahre bis Millionen Jahre dauern, bis sich das letztendlich ändert. Wenn man das aber durch die Seele macht, dann kann diese Änderung sofort passieren. Und dann hat er noch erzählt, dass er ein Bild vom, ich weiß gar nicht, ob er da jetzt eine Zeit genannt hat, wann das war. Er sagt, er hat ein Bild vom Präsidenten gesehen und dann hat er nur das Leid, was damit verbunden war, gesehen, also was eben viele andere Menschen betrifft. Und dann hat er den Wunsch geäußert, dass dieser Präsident erhoben wird, sodass viele andere Menschen ihren Frieden finden können. Und dann, was dann passiert ist, ist, dass dieser Präsident innerhalb von 24 Stunden nachdem resigniert hatte. Und da in dem Zusammenhang hat er auch nochmal erwähnt, dass wir nicht unterschätzen sollen, was für eine Macht oder was für einen Einfluss wir haben. Und dass wir sind in den letzten Wochen schon darauf eingegangen, wenn ein Wunsch authentisch ist und im Einklang mit der Seele ist, dann, dass, so wie Herr Cash das immer sagt, mein Wunsch ist mein Befehl, dann wird das auch so kommen. Und der Wunsch auch vor allem nicht dazu dient, seinem eigenen Vorteil oder was man selbst daraus bekommt, sondern wenn der Wunsch so geäußert ist, dass es da um den Vorteil anderer geht. Und so wie das stärkere Plasma das schwächere Plasma nährt, bis das Schwächere auf der gleichen Ebene ist des Stärkeren, dass wir auch so das mit unserer Seele tun können. Also das heißt, dass wir so von der Seele aus geben, um andere auf zumindest das Niveau zu bringen, auf die Ebene, auf der wir sind. Und mit dem Unterschied, dass die Grenze keine Seele hat. Und dann hat er auch so hinterfragt, ja, was das denn bedeuten würde. Das heißt, dass im Prinzip dieser Erhebung keine Grenze gesetzt ist. Weil je nachdem, wie tief wir da in unserer Seele sind, desto höher ist eben diese Ebene und desto mehr können wir auch geben. Und er sagt, dass es unsere Entscheidung ist, ob wir bedingungslos geben oder ob wir geben, um etwas zu bekommen. Und das ist genau dieses Geben, wie das Plasma, das eine Plasma nährt, ist das bedingungslose Geben. Und er sagte noch, dass das ein Problem ist, dass wir erwarten, dass eine Änderung von anderen kommt, anstatt durch uns selbst. Und dann hat er gesagt, er fragt sich, wie schnell es passieren wird, dass im Weißen Haus, beziehungsweise stellvertretend für andere Regierungsoberhäupter oder Orte, also egal welchen Land jetzt, dass Eindringlinge gemeldet werden, weil man durch den Wunsch vom Präsidenten oder wie auch immer, Staatsoberhaupt oder wie auch immer man die Figuren nennt, erschienen ist, um denen zu sagen, dass sie den Friedensvertrag unterzeichnen sollen. Also so wie er das gesagt hat, klingt das so, als wenn er erwartet, dass das irgendwann passiert. Und vielleicht sogar mehr als einmal. Dass es eben, dass man auf einmal, dass auf einmal Menschen erscheinen bei denen und ja, da erwartet quasi darauf, dass die Berichte dazu entsprechend kommen. Dann ist etwas zum Thema Dinosaurier gefragt worden, ob die Dinosaurier, wenn sie sich angepasst hätten, überleben hätten können. Und dann sagte er, dass sie zwar hätten überleben können, aber nicht in der Form, wie sie damals, also da, ich glaube, letzte Woche erst haben wir darüber gesprochen, dass die Dinosaurier
auf der heutigen Erde sehr viel kleiner wären. Also die Dinosaurier, wie sie so groß wie sie damals waren, die hätten könnten auf der heutigen Erde nicht existieren. Und das heißt, die Umgebung der Erde war anders, die Distanz zur Sonne war größer und dementsprechend waren alle Lebewesen, auch Bäume, waren größer als früher. Und dann sagt er noch dazu, dass die Atmosphäre kleiner wird, je näher der Planet zur Sonne kommt, und dass Jupiter und Saturn im Prinzip einen kleinen Kern haben, dass sie nur aufgrund ihrer Atmosphäre so groß sind. Also Jupiter, Saturn sind die beiden größten Planeten in unserem Sonnensystem. Und das sind halt Gasriesen. Das heißt, es ist im Prinzip die Atmosphäre, die so gigantisch groß ist. Und diese Atmosphäre, die wird kleiner, wenn der Planet näher an die Sonne kommt. Und dass, wenn man die Bedingungen schaffen würde, auf dem Saturn oder Jupiter zu leben, dann würden die Lebewesen dort noch sehr viel größer sein, als die Dinosaurier waren. Und dann sagt er auch, dass es auf der Venus Leben gibt, und zwar sowohl unter der Oberfläche als auch in der Atmosphäre. Und dass die entsprechend kleiner sind als auf der Erde, weil die Venus halt näher an der Sonne dran ist. Und dann kam noch eine Frage, und zwar, wenn wir uns durch unsere Körperlichkeit so sehr lieben, dass wir mit unserer Seele verbunden sind, um durch unsere Seele zu reisen, ob wir dann unsere Kleidung mitnehmen und ob auch noch Platz ist für Gepäck. Und wie gesagt, wenn man durch die Seele reist. Und die Antwort war, dass einige auf der Erde dies getan haben und dass auch ohne Kleidung erschienen sind, aber dass, wenn das Bedürfnis da ist, dass man sich der entsprechenden Bedingung der Örtlichkeit anpasst. Das heißt, dass später, das auch als Nachtrag nochmal hinzugefügt, dass wir erscheinen so, wie andere lokal gekleidet sind, weil die Seele es nicht zulassen würde, dass wir als höher oder niedriger erscheinen als andere. Und dass wir dafür auch nicht mit Kleidung reisen bräuchten. Also dass das quasi mit als Teil der Bedingung dessen, wo wir erscheinen, die Kleidung mit erscheint. Und dann sagt er noch was ganz Interessantes, dass einige von woanders kommen und hier verweilen. Und darunter nannte er das zwei große Familien, und dass die ihr Wissen missbraucht haben und verursachen immer noch Chaos. Also da kann sich vielleicht jeder selbst denken, welche Familien damit gemeint sein könnten. Aber auf jeden Fall sagte er, dass die eben auch von woanders kommen und eben dementsprechend auch ein Wissen hatten, das besonders ausgeprägt war, und dass sie dieses Wissen aber eben missbraucht haben. Dann wurde er noch gefragt, warum sich die Seele auf der Erde anders verhält als im Weltraum, wenn sie doch wusste, wie man sich korrekt verhält. Und da sagt der Cash, dass das eine Annahme wäre, denn die Seele, er sagte, die Seele ist immer korrekt, und das ist die Körperlichkeit, die ihr eigenes Spiel spielt. Und die Seele der Körperlichkeit, also das ist jetzt mehr oder weniger ein Zitat, so wie sagte er das, die Seele der Körperlichkeit muss die Seele des Planeten und die Seele anderer Körperlichkeiten befriedigen, während die Seele des Menschen niemanden befriedigen muss und auch keine Wünsche hat in dem Sinne. Und später hat er noch dazu gesagt, dass, wenn er sagt, die Seele des Menschen, dass damit die kollektive Seele gemeint ist. Das heißt, er sprach heute besonders viel von der Seele der Körperlichkeit und die Seele der Menschen. Und wie gesagt, die Seele des Menschen ist die kollektive Seele mit gemeint. Und dann gab es eine kurze Diskussion darüber, inwieweit wir unschuldig sind, weil wir ja als Kinder schon manipuliert wurden, und in dem Sinne, was können wir dafür? So war das so ein bisschen geäußert. Was können wir denn dafür für den Zustand? Und weil wir ja von Anfang an quasi manipuliert sind. Und da sagt der Cash, dass es immer unsere eigene Entscheidung ist, was wir akzeptieren und was nicht.
Und also dass man sich das nicht so einfach machen kann, dass man sich da als Opfer sieht, auch wenn das vielleicht die bequemere Sicht manchmal ist, weil es letztendlich, und das zeigt die Geschichte, es immer einen Ausweg gab. Also es gab immer Menschen, die nicht manipuliert wurden oder die es trotz der Manipulation, der konstanten Manipulation, auch von Kind auf an, trotzdem geschafft haben, da durchzublicken und trotzdem geschafft haben, sich das nicht anzunehmen. Also, ja. Und dann ging das Gespräch weiter, dann wird es ein wenig chaotisch, weil Herr Cash wollte das weiter erklären, indem er die Struktur hier auf der Erde nochmal erklärt, ist darauf aber nicht ganz mehr eingegangen, also als wenn er sich, während er selber erzählt hat, ein bisschen vergessen hat, worum es ging. Und zwar hat er erzählt, dass das Kernteam der 14 Mitglieder hier auf der Erde, also das Cash Foundation Kernteam, das sind die 12 plus Herr Cash und Caroline, dass die die Seele des Schöpfers sind. Und sie sind in, also so sagt er das, sie sind die Dimension der Öffnung zum Universum in der universellen Gemeinschaft. Und dass das mit der Zeit noch enthüllt wird, was das genau bedeutet. Und der Erdrat, also das sind diese drei Aspekte, das Kernteam, der Erdrat und der Universalrat. Und dass der Erdrat ist die Verbindung zwischen der Seele, der Körperlichkeit auf der Suche nach dem Verständnis der eigenen Position. In gewisser Weise wie die Position der Propheten der Vergangenheit. Sie sind für die friedliche Koexistenz zwischen der physischen Seele und der Seele des Menschen zuständig. Es liegt also in der Aufgabe des Erdrats, die Bedingung zu schaffen, dass wir nicht mehr missbrauchte Leute haben, die das Bildungssystem erschaffen, um andere zu missbrauchen. Da ist Cash also auch ein bisschen drauf eingegangen, dass dieses... dass beispielsweise auch, sagte er, viele Lehrer sind, um anderen das antun zu können, was ihnen selbst angetan wurde. Und das ist auch ein Phänomen, was man beispielsweise kennt, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man als Kind geschlagen wurde, ist, auch viel höher ist, dass man seine eigenen Kinder schlägt. Und viele andere Beispiele dafür gibt es. Und, so sehr man sich sagt als Kind, ich werde nie wie meine Eltern, ein Teil wird man doch wie seine Eltern. Und das ist hier jetzt nur in der Lehrer-Schüler-Rolle, dass es eben ein Wunsch oder wie auch immer ist, das, was einem angetan wurde, irgendwie rauszulassen, indem man das anderen auch antut. Und er sagt auch, ein weiteres Problem liegt im Geschichtsunterricht. Er sagt, so wie heute Geschichte unterrichtet wird, um zu zeigen, wer wem überlegen ist, dass das komplett aus dem Unterricht entfernt werden sollte. Und dann sagt er auch noch, dass jedes Parlament sich vor der Genehmigung, also muss sich erst eine Genehmigung einer religiösen Organisation einholen, bevor es ein Gesetz machen kann. Also ja, wie gesagt, er hat das als jedes Parlament ausgedrückt. Er hat sogar als Beispiel auch noch England und Frankreich genannt, dass eben die Gesetzgebung letztendlich so angepasst ist, dass es dem System des Missbrauchs der religiösen Organisationen dienen kann. Und wenn man geschichtlich ein bisschen zurückgeht, dann weiß man ja auch, dass es vor diesen Rechtssystem, die wir haben, die religiösen Organisationen waren, die an der Macht waren. Das ist also nicht von einem Tag auf den anderen hat das aufgehört. Nur die Art des Ausdrucks der Macht hat sich verschoben. Und er sagte, dass die Bildung durch Liebe und Fürsorge muss bereits im Mutterleib beginnen. Ja, also damit hat er jetzt quasi auch die Auflistung, die er angefangen hatte, das Kernteam, den Erdrat und den Universalrat zu beschreiben, das hat er an diesem Punkt nicht weitergeführt. Was er aber zuvor mal sagte, um das nur ganz kurz so abzuschließen, ist, dass der Universalrat für die Seele zuständig ist, während, wie gesagt, den Erdrat und das Kernteam hat er beschrieben. Und dann ist noch eine Frage gestellt worden zum Thema der Verfassung der Menschheit.
Und Änderungen oder Änderungswünsche, und wir hatten das Thema hier letzte Woche, können eingereicht werden. Also es wird ständig weiter dran gearbeitet. Es wird drüber gesprochen, und dass aber tatsächliche Änderungen an dieser Verfassung selbst einmal im Jahr vorgenommen werden. Aber auf jeden Fall ist das ja schon mal ein Zeichen, dass man offen dem gegenüber ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das in Stein gemeißelt ist und dann für immer so bleibt. Und dann wurde auch noch kurz darüber gesagt, dass diese Verfassung dient, also die Seele des Menschen braucht keine Verfassung, weil die Seele ist immer korrekt und ist immer sauber, so wie Cash das mehrfach heute beschrieben hat. Und das ist eher als eine Verfassung für den Menschen zum Weg der Seele, wenn ich das jetzt so richtig ausdrücke. Auf jeden Fall als Leitmittel, wenn man das so nutzen möchte. Und ja, das, wie gesagt, das, wenn von der Seele des Menschen gesprochen wird, dann ist die kollektive Seele gemeint, und die Seele der Körperlichkeit ist gebunden an die Erde. Das heißt, Herr Cash hat gesagt, dass wenn es eine Trennung gibt von der Seele der Körperlichkeit und der Seele des Menschen, dann würde die Seele des Menschen die Erde verlassen und woanders eine entsprechende körperliche Repräsentation erschaffen. Und die Seele der Körperlichkeit wäre an der Erde gebunden, also ist quasi Teil der Struktur der Erde. Und dann hat er noch gesagt, dass Zeit existiert nicht. Das ist eine Illusion des Menschen, erschaffen durch Körperlichkeit, dass eben die Raumzeit, also Raum und Zeit ist aneinander gebunden. Das eine existiert nicht ohne das andere. Und das ist eben die Körperlichkeit gemeint, das in Form gebrachte, also der Raum. Und er sagt ja noch, dass wir alle leben in derselben Zeit. Das war es auch mit meiner Zusammenfassung. Gibt es da noch Ergänzungen zu oder Fragen? Hallo alle, hallo Mario, hier Grieber. Ich täte gerne im Anschluss noch was einbringen. Wie gesagt, wir haben jetzt gleich im Anschluss den Schulungsteil. Deswegen haben wir heute nicht so viel Zeit. Also wenn es jetzt noch was dazu gibt. Ja, es sind von mir her Punkte, die sind von mir her sehr wichtig, dass ich das rausbringe. Okay, hat das auch was mit dem Thema zu tun? Also hier ist eine DIN A4-Seite, die ich mir jetzt einfach stichpunktartig so geschrieben, und viele Stichpunkte lassen sich auch zusammenfassen. Und es war in Richtung einer Konstitution, weswegen ich sie von mir her ablehne und was das für einen Grund hat, und das lege ich offen dar, so dass ich das einfach so mal in die Runde für Anregungen und so weiter. Und in Hinsicht von ALS und MS mache ich aktuell die Second Knowledge Seekers, und da ist noch eine Beifügung der Information hinsichtlich dem Todeswunsch. Denn hier ist ja auch noch die Frage, weswegen der Todeswunsch ist. Hat ja nicht einer einfach so einen Todeswunsch. Also es ist passend zum Thema. Ja, ich würde dich aber bitten, dass das Thema der Verfassung, das entsprechend mit den Teams zu besprechen, die eben daran arbeiten. Oder wenn du das, oder entsprechend deutschsprachige Teams, wenn dir das lieber ist, weil ich jetzt hier, wo wir gar nicht Einfluss haben oder hier direkt in diesem öffentlichen Workshop keinen Einfluss auf die Verfassung nehmen, sehe ich da nicht so den Sinn, da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber wenn es Korrekturvorschläge gibt oder Verbesserungsvorschläge, die weiß ich, dass du die hast, dann sehe ich das als sinnvoll, das da anzubringen, wo es tatsächlich auch bearbeitet wird. Und zu den anderen Themen gerne, wenn es jetzt, wie gesagt, zur entsprechenden Zusammenfassung passt, und das passt, scheint ja so zu sein, weil, wie gesagt, dass wir uns ein bisschen kurz halten, dass wir noch genug Zeit haben für den Schulungsteil im Anschluss. Aber wie gesagt, dazu gerne, was du jetzt noch zum ALS oder Ähnliches sagen wolltest. Also zum Thema ALS ist von der Second Knowledge Seekers her, das ist noch ein
eine sehr alte, ist ebenso das Thema ALS. Kann man mich hören? Ist alles einwandfrei vom Ton her? Ja. Okay. Dort ist das Thema ALS und MS ebenso angesprochen und es wird von einem Entscheidungswille gesprochen. Also ein Mensch entscheidet sich für Sterben, er hat einen Todeswunsch. Und jetzt ist es so, es hat einen Grund, weswegen der Todeswunsch ist. Und da geht ja klar hervor, dass da wie eine Vorgeschichte oder ich spreche jetzt einfach von Blockaden oder es hat ihn dorthin geführt, indem er sich für sich selbst für den Tod entschieden hat. Also dort einfach so Anregung, Blockaden, Filter und so weiter. Man ist nicht das erste Mal hier auf Erde. Und bei MS ist es rein von den Filtern her, ist es so, dass die MSler, die sind hochvergiftet, von Vorleben her. Also wenn das mal in kommender Zeit noch tiefer ins Detail geht, dann ist so hier die Info. Denn das sind diese Gifte, die sind im plasmatischen Feld von Vorleben, sind die noch am Start. Das zum Thema MS und ALS. Hallo Krieber, ich kann dir nur zu Herzen legen, kennst du die Papers, die der Cash geschrieben hat über ALS? Und ich weiß nicht, ob er ein eigenes Papier über MS auch geschrieben hat, aber das, ich würde das mal zuerst mal durchlesen oder mir das downloaden, kaufen und durchlesen und dann vielleicht bei gegebenem und adäquatem Anlass dann in im Detail dann vielleicht ausdiskutieren. Ja, ich spreche da von Erfahrung. Es ist ja nicht so, dass ich davon irgendwoher spreche. Wir machen das auch am Sonntag und es sind da Menschen am Start, die das ebenso sehen können. Allerdings für die, die das nicht sehen können, ist das so. Und es sind auch hier mit Sicherheit sind 2, 3 am Start, die auch am Sonntag am Start sind. Und die können sehr wohl davon sprechen, dass man das selbst sehen kann. Also es ist im Feld. Jetzt war von mir her noch eine Anregung in Hinsicht von den, das mache ich jetzt noch kurz, das ist diese Verfassung. Ich sage jetzt in Anführungszeichen, das mache ich kurz, Mario, das ist in einer Minute, ist es angesprochen. Man spricht von ich bin ich und jeder entscheidet die Entscheidung für sich selbst. Also stellt sich von mir her die Frage, wenn man Anregungen schreibt an jemand anders, wenn man selbst was entscheidet. Von mir her so, es ist ja jeder selbst, der von der Totalität her selbst durch Entscheidung so quasi mitmacht an der Kreation von allem. Also ist es ja an jedem selbst, an den Entscheidungen. Ja, klar. Das, ich sehe da auch keinen Widerspruch drin. Also das natürlich ist ja jede Entscheidung liegt bei ihm selbst. Und es können noch so viele irgendwelche Regeln oder Verfassungen oder sonst was schreiben. Das heißt ja nicht, dass ich damit gemeint bin. Also wenn das etwas ist, was ich selbst auch so empfinde korrekt finde und für mich aus entscheide, dass ich mich dem anschließe. Wenn da, dann ist das eben meine Entscheidung. Aber es können 100 Leute auf der Welt irgendeine Verfassung schreiben. Das heißt ja nicht, dass sie für mich gilt. Also das, weißt du, das sehe ich als in dem Sinne selbstverstehend oder selbsterklärend. Das, ich schreibe ja auch nicht für eine Verfassung jetzt für irgendwelche anderen Leute. Ich spreche das deswegen an, man kennt es ja vom alten System her. Man war so erzogen, dass man quasi eine Anregung an jemand weiteren schreibt und die entscheiden dann, was für einen selbst gut ist oder die entscheiden ja. Und es ist ja so, man ist so weit, das kann man hinter sich lassen oder davon darf man sich lösen. Jeder entscheidet für sich selbst und so ist auch die komplette Kreation. Ja, danke, dass du das nochmal erwähnst. Gibt es noch weitere Fragen oder Anregungen?
Ja, hallo Wolfgang, Österreich spricht. Ich hätte nur zwei ganz kurze Dinge, jetzt rein praktische Dinge. Das eine ist eine Info an alle. Diese Diskussion, welches Salz wir für die Plasmaproduktion nehmen, ist ja offenbar nie enden wollend. Dazu möchte ich einen Beitrag liefern. Ich habe mir jetzt aus Anlass des hereinbrechenden Winters Salz für den Gehsteig gekauft. Ja, das nennt sich Siedesalz. Ich habe mir das dann auf der Website der Austria Salinen AG angesehen. Das ist ein Salz, das besteht aus 98% aus NaCl, also ein ziemlich sehr reines Salz, wird eben durch den Siedeprozess in den Bergstollen gewonnen. Dürfte also ein sehr reines Salz sein und die restlichen 2% sind chemisch nicht beschrieben. Es ist nur beschrieben, dass da irgendwelche Inhaltsstoffe dabei sind, die zur Rieselfreudigkeit dienen und es ist für den menschlichen Verkehr nicht geeignet. Das heißt, es ist ein pures Salz aus den Salinen, enthält wie gesagt 98% NaCl und man kriegt es bei jedem Kreisler-Shop oder sonst irgendwo jetzt um 2,50 Euro 3 Kilogramm. Also ich glaube, dass das eine geeignete, billige Methode ist, gutes, wertvolles Salz für die Gansproduktion zu bekommen und zu erhalten. Das zweite ist eine Frage an dich, Mario. Du hast am Dienstag eine Tabelle über die Elemente, also diese Elemententabelle mit den Atomgewichten und so weiter hergezeigt. Ich habe mir das Teaching am Montag, das Plasma Science Understanding Part 9, angehört und da hat der Sandor auch bei der Diskussion über die Gansproduktion eine Tabelle gezeigt und da ist die Carolin ziemlich stark hereingegrätscht und hat gesagt, diese Tabelle stimmt nicht. Der Mr. Cash hat die bereits korrigiert und sie möchte sicherstellen, dass alle Studenten oder Mitglieder der KFSSI die richtige korrigierte Tabelle verwenden. Der Sander war da momentan ein bisschen kleinlaut und hat versprochen, das innerhalb der nächsten paar Tage richtig zu stellen und zu veröffentlichen. Daher meine Frage an dich, Mario, hattest du am Dienstag schon die neue Tabelle oder war das nur die alte Tabelle? Danke, bin ich fertig. Ich habe eine Tabelle genommen vom Periodensystem, so wie sie auf Wikipedia zu sehen ist. Wenn es eine korrigierte Version gibt, weiß ich da so nichts von. Also das muss ich dann selber sehen. Das Einzige, was ich weiß, dass Herr Cash beschrieben hat, dass eben die atomare Masse so nicht stimmt. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Und zwar, dass ein Teil der atomaren Masse entsteht dadurch, wie die physischen Elemente entstehen. Das heißt, dass die tatsächliche atomare Masse zwischen 25% und 50% geringer ist und dass Herr Cash selbst in seinen Berechnungen immer so um die 20-25% abzieht, wenn es um das Atomgewicht geht. Das heißt, dass er damit besser zurechtkommt, wenn er das so als Faustregel 20-25% abzieht. Und wenn es jetzt darum geht, dass das in einer List, in einer Tabelle aktualisiert alles drin steht, dass ist mir jetzt nicht bekannt. Also da muss ich selber warten, was da jetzt gezeigt wird. Wolfgang, hallo. Was ich so verstanden habe, die Caroline hat gemeint, das hat sie kurz erwähnt, dass der Cash irgendwann einmal in ein paar Workshops diese sogenannte neue oder andersartige Tabelle, so wie ich das verstanden habe, aus plasmatischer Sicht quasi aufgezeigt hat, ja, und das soll, und man soll ihn quasi noch einmal erinnern oder gemeinsam mit dem Scheindor in irgendwann oder bald eben eine adaptierte Tabelle zu machen daraus, ja, und ja, also ich glaube, es geht eher darum, wie der Mario schon sagt, ja, du, je nachdem, was du jetzt hast du Nano, dann glaube ich, ziehst du irgendwo zwischen 5% und 10% ab und bei ganz plasmatische Masse, also plasmatische atomare Masse, ziehst du irgendwo ja zwischen, was auch immer, 25-50% ab. Also das ist immer so ein relativer Wert.
Und aufgrund dessen, glaube ich, ist die heutige Periodentabelle, mit denen wir auch in der Schule gearbeitet haben, nicht so korrekt oder einfach nicht so verständlich, weil wir es eben aus einer plasmatischen Sichtweise verstehen müssen. Okay, danke. Ja, also ich habe diese Faustregel, das Daumen mal Pi minus 10 oder minus 20%, auch schon gehört und verstanden. Aber ich glaube, der Sander arbeitet jetzt offenbar an dieser vom Mr. Cash empfohlenen oder von ihm bevorzugten neuen Tabelle, damit wir da alle aktuelle Tabellen zur Hand haben. Danke euch. Ja, danke für den Hinweis. Ich werde natürlich die neue Tabelle dann entsprechend zeigen, wenn die da rausgegeben wurde. Okay, wenn es da jetzt keine weiteren Fragen mehr zu gibt, dann würde ich sagen, gehen wir in den zweiten Teil über. Mario, nur ja? Zusatz, nachdem ich auch mit der Evelyn auch darüber gesprochen habe, wollten wir das auf jeden Fall im öffentlichen Workshop da auch irgendwie ankündigen, beziehungsweise darauf hinweisen. Wir wissen nicht, wie viele Studenten und Studentinnen es am Spaceship Institute gibt, also vor allem auch im deutschsprachigen Raum. Ja, irgendwann ist mal die Zahl erwähnt worden von 500, aber ich glaube, das war vielleicht die Gesamtzahl, das ist schon längere Zeit her, aber irrelevant jetzt. Die Zahl ist jetzt irrelevant, es geht nur darum, es gibt viele Leute, die da draußen sind und Workshops machen oder Experimente machen, forschen. Oder wenn wir jetzt an Joel Seifried, Harald Reichel, das sind ja auch eigentlich Studenten, die sind registrierte Studenten. Und uns war es halt wichtig, auch das im öffentlichen Workshop noch einmal zu betonen und zu verlautbaren, wenn ihr was macht und wenn schon die Forderung und der, sozusagen die Erwartung auch da ist, dass da was weitergehen soll, dann bitte kommt in die privaten Teachings rein, ja, und teilt eure Erfahrungen, eure Experimente, Forschungsergebnisse, eure Resultate einfach mit. Wir müssen uns da mitteilen, also in unserer Gruppe, und das wollen wir auch, dieses Netzwerk arbeiten wollen wir jetzt auch von Wien aus, also jetzt wir mit dem Wolfgang Ehrenberger und so und Evelyn, wir wollen uns einfach mehr verstärkt vernetzen, nämlich auch face-to-face, von Angesicht zu Angesicht, und ja, und da wirklich ein bisschen mehr, Initiativgeist und Eigenverantwortung in die Hand nehmen. Also bitte kommt in die Private Teachings und teilt euch mit, wenn ihr schon registriert seid, von diejenigen, die es dann sozusagen im Nachhinein jetzt den Workshop anhören. Und vor allem diejenigen, die schon Workshops machen und das seit Jahren. Ich denke mal, das ist auch das Ethos, das soll auch das Ziel sein, dass wir uns mitteilen, ja, uns austauschen. So, das war es dann schon. Außer die Evelyn möchte noch irgendwas dazu sagen. Ja, Kevan. Okay, hier sind viele am Start, die täten das gerne tun und so von sich her. Es ist allerdings noch diese Bredouille, dass dieses Person-Mensch und dass dieser Zwang, dass man hier irgendwelche Personensysteme annehmen muss für die Tätigkeit von Cache, das ist für viele noch so ein Knochen im Hals, dass sie von sich schon viele, also ich höre viele sprechen, dass sie sagen, wenn man eine Grundlage hierfür kreieren könnte, dass jeder Mensch frei jenseits vom alten Personensystem arbeiten könnte, also so wie freier Mensch, dann täte sich vieles ändern. Und es sind nur viele am Start, die das gerne machen. Die arbeiten auch, ich sag mal so, es ist also so, dass man auf Plattformen arbeitet, wo man nicht in diesem Personenzwang-Account tätig sein muss. Man fühlt es ja am Feld. Es ist unangenehm und man hatte das, ich spreche jetzt mal so von Gesamtheit, die hatten das alle schon und die haben jetzt einfach mal Lust, als freier Mensch selbst kreierend und nicht Name, Nachname. Also bei vielen ist es schon so, die können es schon gar nicht mehr hören. Es ist eben auch so, dass es sind die Entscheidungen, die Änderungen bringen und dadurch, dass das eben nicht entschieden ist und dass es einfach frei schwebend ist, das Thema, ist dadurch nichts entschieden. Allerdings von Kreativität und von Kreation sind so viele Menschen am Start.
Hallo, ich möchte auch noch mal ganz kurz etwas sagen, wenn ich darf. Hallo Kevan, ich habe mir euer privates Video oder euer Workshop mal angeschaut. Und dabei ist das nur zulässig für Leute, die nicht bei Facebook oder so drin sind, weil das ist immer mit ganz lauter Musik, wird das gestört, gerade bei wichtigen Punkten. Ist euch das auch schon aufgefallen oder ist das nur für... Ja, Sonja, ja, das, ja, danke für den Hinweis nochmal. Schau, das war das erste Mal, wo ich überhaupt mit einer Schnittsoftware irgendwas gemacht habe in meinem Leben. Und ich konnte es dann leider im Nachhinein dann nicht mehr korrigieren, die Musik war zu laut. Jetzt weiß ich, wie ich es mache für die Zukunft. Und das Ziel war ja eigentlich nicht, das Ziel war eigentlich, dass ich einen 10- bis 15-minütigen Trailer daraus mache, einfach einen kurzen Einblick, wie unser Workshop strukturiert oder einfach ein Teaser quasi, ja, einen Teaser zu machen für die Leute, die ja, die ein bisschen einfach nur reinschnuppern wollen, aber der ganze Workshop hat, ich weiß nicht, Evelyn, wie lange hat der Workshop gedauert? 3-4 Stunden. Das Ziel, und insgesamt ist das glaube ich, ausgeartet zu 45 Minuten, was eigentlich nicht mein Ziel war. Also ja, vielleicht ist das so dann blöd auch rübergekommen, noch dazu mit der Musik im Hintergrund, wo man dann, ich konnte es leider im Nachhinein, hätte ich das Ganze neu quasi ja uploaden, und ich war dann einfach, ja, ich war dann ehrlich gesagt zu faul, dann das dann noch mal abzuloaden und die Musik dann sozusagen überhaupt wegzulassen. Ich habe mich einfach nur herumgespielt und es ist ein bisschen in die Hose gegangen, und deshalb, ja, ansonsten war das ein sehr erfolgreicher Workshop. Wir wollten nur gemeinsam irgendwo transparent quasi, ja, also mein Krieger, ich habe einfach einen anderen Zugang dazu, da geht es um Wahrnehmung, Angst, Emotionen, alles Mögliche, und das wird sich auch für mich, glaube ich, auch alles auflösen, weil das führt zu, es ist viel zu komplex, dann viel zu kompliziert für mich jetzt, ja. Also ich habe kein Problem, mit meinem Namen rauszugehen, weil ich denke mir, und wir sind eh schon total transparent, ja, egal ob wir es jetzt wissen oder erahnen oder ist egal, ich komme jetzt wieder um 100 ins Tausendste. Aber Sonja, es tut mir leid, dass die Musik ist zu laut, und in Zukunft werde ich dann, entweder werden wir dann den ganzen Workshop dann aufnehmen oder eben nur einen kurzen Teil davon eben online stellen, falls es wirklich relevant auch sein sollte. Ja, weil der Workshop dient, soll ja auch dazu dienen, dem interaktiven Austausch, dass die Leute Fragen stellen. Jeder Workshop ist auch immer anders. Das kommt immer auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an, aus welcher Gruppierung, mit welchem Wissensstand, mit was für Erwartungen kommen die Leute. Ja, ja, ich habe nur gedacht, da wäre irgendwie von irgendjemand mit Absicht irgendwas gestört, weil wenn wichtige Sachen da mit Aminosäuren und so kamen, dann wurde das so laut. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, okay. Danke dir auf jeden Fall. Sehr lieb. Also wir haben aktuell über 120 deutschsprachige Studenten in der KFSSI. Und wer sich da noch anmelden möchte, der kann das tun auf kfssi.org. Und ja, dann noch eine kleine Anmerkung. Nächsten Montag, der 27. ist das nächste Treffen für Erfahrungsberichte, um hier am gleichen, in der gleichen Zoom-ID wie heute, um 19.30 Uhr. Also wäre es schön, wenn ihr dabei seid. Und wenn ihr etwas präsentieren möchtet, dann meldet euch auch gerne vorher. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, es passt das jetzt von der Zeit her ganz gut, wenn wir jetzt den Schulungsteil machen. Wolfgang, bist du bereit? Ja, Mario, ich bin soweit bereit. Ich hatte noch zwei technische Details, und zwar einmal die, ja, wie ist die Lautstärke? Ist die okay, weil ich das nur einstellen musste? Du bist gut zu hören. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier jetzt zu Ende, und dann fangen wir gleich den nächsten Teil an. Okay. Also ich stoppe dann die Aufzeichnung hier, und dann können wir das nochmal alles hinbiegen. Okay. Okay, dann bedanke ich mich bei allen, die da waren. Das war der 88. deutschsprachige Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 23. November 2017. Und wer jetzt interessiert ist, den dritten Teil bzw. beliebigen Teil dieser 12-teiligen Schulungsreihe Plasmawissenschaft verstehen,
zu sehen, der kann dies auch tun auf YouTube. Das ist eine separate Playlist, die ist auch auf dem YouTube-Kanal der Cache Foundation Spaceship Institute zu finden und ist, ja, wie gesagt, in einer separaten Playlist, und das, die heutige Schule endet jetzt mit diesem Video, und wie gesagt, dann einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.